Hallo, mein Name ist Jules und ich zeige euch heute ein paar Kiting-Hunter-Tipps, die sehr wichtig sind mit einem Add-on, das ebenfalls sehr wichtig ist. Wenn ihr Hunter spielt, der ist jetzt Level 7, das ist nur für Testzwecke jetzt dieser Char, den ich erstellt habe, ist natürlich Nessing Hemingway, der berühmteste Hunter ever, und der zeigt euch heute ein paar Tricks. Natürlich ein Zwerg, so wie es sich gehört. Als Add-on brauchen wir Folgendes. Wir haben Weapon Swing Timer. Wenn ihr das Add-on installiert, habt ihr hier die erste Maske Melee Swings oder Settings. Wir machen hier die Player Swing und Target Swing als Hunter machen wir aus, denn die ist erstmal viel zu verwirrend. Wenn ihr Hunter-Neulinge seid, braucht ihr das nicht. Ich brauche nicht zu sehen, wann ich nochmal einen Weapon Swing habe, weil das Wichtige erstmal ist, meine Schuss-Swings sozusagen, meine Auto-Shots richtig hinzubekommen. Target Swing Bar ist das von dem Mob. Vielleicht fürs PvP hier und da mal wichtig, kann man vielleicht mal anmachen oder ausmachen, aber erstmal nicht so relevant. Ich würde es an eurer Stelle einfach beides erstmal ausmachen, sondern damit ihr die Basics erstmal lernt und dann kann man immer noch gucken. Das heißt, hier der zweite Reiter, Hunter and Wand Settings. Wand, ganz wichtig, wäre jetzt quasi Zauberstäbe bei Priestern, Magiern, Hexern und so weiter und so fort. Da gilt ein ähnliches Prinzip. Das heißt, wir haben hier unten eine Bar Explanation. Wenn die Leiste weiß ist, die werdet ihr jetzt gleich sehen bei mir, dann können wir uns bewegen oder oder irgendwas casten. Wenn die Leiste rot ist, bleiben wir stehen, machen unseren Auto-Hit oder Wand-Attack und das war's. Wenn wir hier drin zaubern oder irgendwas benutzen, beispielsweise Multishot. Multishot ist jetzt nochmal speziell beim Hunter, denn der bricht den Autoshot ab quasi. Dann zaubern wir quasi keine Wand-Attacks oder Auto-Hits beim Hunter, was mega schlecht ist. Denn wir wollen die DPS maximieren. In WoW Classic sind vor allem Dingen die Auto-Hits das A und O. In Retail-WoW ist das so, dass wir immer Auto-Hits machen und auf egal welche Range, auch in Melee-Range. Von dem her spielt es dort überhaupt gar keine Rolle. Hier in Classic ist es aber sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt, wir bewegen uns, wenn die Leiste weiß ist und wenn sie rot ist, die kommt von der Mitte und geht nach außen, lädt unser Charakter quasi seine Waffe und zielt und schießt dann ab. Dafür braucht er quasi ein paar Millisekündchen und deswegen müssen wir das so einhalten. Das heißt, ich schieße jetzt diesen jungen Wendigo an, dann bleibe ich kurz stehen, bis die Leiste wieder weiß wird, laufe, wenn sie rot ist, dann bleibe ich stehen. Jetzt laufen, stehen bleiben, laufen, stehen bleiben. Kurz bevor der Mob an mir drankommt, jetzt laufe ich ein bisschen länger, weil er sehr nah dran ist. Mache ich nochmal meinen neuen Giftpfeil drauf. Können wir noch einmal schießen? Nein. Melee-Range können wir Defense aktivieren, unseren Melee-Schuss. Zack, easy peasy. Können wir auf unserem Level quasi fast alle Monster erledigen, ohne viel Damage zu bekommen. Ein paar Ausnahmen hier in Loch Modan sind natürlich die Klippenjäger, die haben einen Sprint, kann man aber im richtigen Moment auch einen Giftschuss draufballern und gut ist. Ich habe jetzt bewusst überhaupt gar keine anderen Fertigkeiten. Dieser Nessing Hemingway Jägercharakter ist eigentlich nur dafür da, um kurz zu zeigen, wie es funktioniert, denn ich habe den Eindruck, dass viele Jäger das nicht genau wissen und Schwierigkeiten haben. Ganz wichtig generell, vor allen Dingen für Jäger, aber ich denke mal für jede Klasse, Anbinden von Rückwärtslaufen. Ich habe Rückwärtslaufen, da ich viel tanke, auf eine spezielle Taste gelegt, auf der Maus, so damit Mobs, die manchmal beim Tanken so in einem drinstehen und einem in den Rücken oder in die Seite schlagen, ohne dass ich zurückschlagen kann, kurz zwei Schritte nach hinten gehe und zack, sind die Mobs vor mir. Oder um sie neu zu positionieren, wenn hier quasi eine Ecke ist, dass ich so zack, zack, zack nach hinten laufe. Weil Strafen kann manchmal blöd sein, wenn hier ganz viele Mobs sind und mir den Rücken schlagen. Wie ihr wisst, kriegt man mehr Schaden, weil man bestimmte Sachen wie Blocken nicht machen kann, wenn einer einem in den Rücken schlägt. Logischerweise. So, das heißt als Hunter, ich bewege mich quasi mit der rechten Maustaste gedrückt, um Vision zu haben, um mich zu drehen und link, also rechts, beziehungsweise jetzt rechts strafe und links strafe. So, mehr brauche ich nicht. Natürlich gerade auslaufen noch, kann ich auch beide Tasten gedrückt halten, aber wenn ich strafe, muss ich auch nicht vorwärts laufen. Wichtig hierbei ist, wenn wir im 90-Grad-Winkel zu einem Mob stehen, sagen wir mal diesen Hasen, kann ich schießen, obwohl der Hase quasi nicht direkt vor mir ist. Seht ihr, ich schieße quasi so um die Ecke. 90 Grad Winkel heißt, ich kann schießen. Deswegen ist Strafen so wichtig.
Es gibt viele Hunter, die machen immer so Sidesteps quasi. Im Springen drehen die sich um Instants zu ballern. Das ist natürlich auch okay, ist aber irgendwann ermüdend für die Augen, für die Kameraperspektive generell. Strafen ist immer ganz gut und ist nicht weiter tragisch. Der Unterschied ist vielleicht im PvP manchmal, da sich gute PvP-Spieler versuchen, vielleicht in den Rücken zu drehen. Manchmal muss man quasi immer wieder, um auf sein Target schießen zu können, sich zu drehen. Aber ansonsten ist das nicht weiter tragisch. Wichtig natürlich in dem Low-Level-Bereich hier, auch bevor ihr ein Pet habt, ihr könnt super easy alles kiten, ohne Probleme, bekommt nicht viel Damage und seid halt super stark. Das heißt wieder, wir üben das nochmal, der Bär, Leiste weiß, bleiben stehen, schießen, bewegen uns, schießen, jetzt bewegen wir uns was länger, wir packen unseren Dot nochmal da drauf, damit er von neuem tickt, wenn er gleich abgelaufen ist. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Schuss, aber der Gegner ist eh fast tot. Alles in Ordnung. Wir fehlen natürlich Classic WoW, ist so. Aber es ist nicht weiter tragisch, der kann uns nicht mehr viel Damage machen. Wir töten diesen Bären gleich, nachdem er wieder 5-mal pariert und ausgewichen ist. Aber kein Damage bekommen, Mana haben wir noch genug. Auf zum nächsten Mob. Also so müsst ihr quasi als Hunter spielen. Und es gibt auch einige Instanzen als Hunter, wo man die Aufgabe bekommt, bestimmte Mobs oder sogar Bosse durch die Instanz erstmal zu kiten. Es war in einem BRD-Flügel muss man als Hunter einen Drachen kiten, während die Gruppe den anderen Lord Drachen, was auch immer, tötet. Ich weiß nicht, nicht UBRS, aber da konnte man, glaube ich, oder Lower BRS, ich weiß nicht genau. Eins von den beiden. Ich habe die Instanz visuell im Kopf und auch den Boss, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Namen. Nichtsdestotrotz, so kiten wir als Hunter. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn ihr eine Wand habt, und zwar, sage ich mal, jetzt als Priester spielt, dann ist es auch wichtig, dass ihr die Wand eben so benutzt. Ihr bewegt euch. Wenn die weiße Leiste zu Ende ist, bleibt ihr stehen, schießt mit eurer Wand, in dem Fall, dass ihr euch bewegen müsst. Aber Wand Attacks in WoW Classic, genauso wichtig wie Autoshots, machen unheimlich viel Damage und manchmal muss man sich eben aus einer Grütze bewegen. Das heißt, auch dies tut man, wenn die Leiste nicht rot ist. Klar, manchmal muss man sich sofort bewegen, aber wenn etwas auf einen zufliegt oder man kurz Zeit hat, eben nur bewegen, wenn die Leiste weiß ist und nicht eben rot. Wie gesagt, als Hunter ganz speziell kein Multishot casten, wenn die Leiste rot ist. Damit wird nämlich der Autoshot quasi unterbrochen, sondern nur, wenn die Leiste weiß ist. Auch da aufpassen, lieber Hunter. Je mehr Autoshots ihr wegballert, umso schlimmer ist es. Jetzt gucken wir uns noch ganz kurz eine Spec an, die, wie ich finde, interessant sein könnte zum Leveln. Das ist jetzt meine Art von Spec, wie ich leveln würde, und mein Eindruck, meine Einschätzung. Wir haben hier einmal Improved Aspect of the Hawk. Das wird oft geskillt, aber wir müssen uns einmal fragen. Die Mobs kiten wir viel. Sie sterben auch relativ schnell beim Leveln. Das heißt, 1% Chance. Wenn ich jetzt hier Punkte reinpacke, sind es natürlich 5% Chance. Aber 5% Chance, dass wir 30% Attack Speed, Range Attack Speed vor allem, für 12 Sekunden haben. Was zwar super cool ist in der Instanz oder irgendwo bei Bossen, wo ich lange drauf schieße, zum Leveln meiner Meinung nach nicht so cool, denn das ist jeder 20. Schuss und wenn es der letzte Schuss ist, bevor der Mob stirbt und nicht reggen muss oder zum nächsten Mob laufen muss, wie auch immer, kacke. Was halt gut ist, meiner Meinung nach, zum Leveln ist einfach increase the health of your pets by 15%, denn man möchte ja ein Pet haben, das irgendwie tanken kann. Dann Rüstung für das Pet generell, super, super wichtig, denn das Pet soll was aushalten. Hier, ja, ich nehme einfach immer Improved Revive Pet, denn Mana Kosten reduziert. Wenn mal was passiert, können wir den Gegner nochmal in die Eisfalle packen, unser Pet reviven. Also, ja, ist ganz okay. Wir könnten alternativ, weiß ich auch nicht, 3 Punkte in Aspect of the Monkey nehmen. Aber eigentlich sollten wir so wenig wie möglich in Melee-Range sein und wenn dann, weil wir dummerweise Aggro ziehen, die können wir sowieso resetten mit Todstellen später. Also nicht so gut. Wichtig hier auf jeden Fall Pet-Damage-Skillen, Bestial-Swiftness-Skillen und dann geht es auch hier weiter Crit für die Pets generell, der Stun natürlich, dann das ist ziemlich cool, Improved Mend-Pet. Sehr, sehr geil, weil wir dann unser Pet dispeln können, was halt richtig gut ist. Zum Leveln generell increase speed bonus of your aspect of the cheater.
Und Aspect of the Pack, das ist natürlich sehr cool, auch für Instanzen. Ich packe dir jetzt erstmal gerade mal einen Punkt rein. 5 Punkt in Frenzy, sehr, sehr wichtig fürs Pet und eins der besten Fertigkeiten, Bestial Wrath. Dann gehen wir hier in den Marksmanship Tree. Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Wir packen 5 Punkte in Efficiency rein. Also Reduce Mana Cost of your Shots and Stings by 10%. Dann Lethal Shots, ganz klar. Range Critical Hit für uns. Und jetzt benutzen viele immer Improved Hunter's Mark. Aber auch da muss ich sagen, beim Leveln, wir haben manchmal mehrere Mobs. Das heißt, ich kann immer nur eins mit einem Hunter Mark draufpacken. Beinhaltet auch nur Increased the Range Attack Power Bonus. Das ist natürlich nicht schlecht, wir benutzen ihn, aber da müsst ihr selber mal gucken, wie ihr wollt. Wenn ihr auf dem PvP-Server spielt, ist es manchmal ganz cool, Improved Concussive Shot zu haben. 20% Chance, dass das Target für 3 Sekunden gestunt wird. Absolut krass, wenn man gegen stärkere Gegner spielt oder im PvP mal einen Lucky Shot hat, denn da bringt einem dann manchmal der Improved Hunter's Mark nicht wirklich viel. Als nächstes packen wir den Rest einfach in Mortal Shots rein. So, jetzt kommt ein Clou. Und zwar eine Sache, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist, und zwar Bestial Discipline. Das heißt, die Focus Regeneration meiner Pets. Dazu nehme ich hier bei Mortal Shots einen Punkt raus und man könnte umskillen und Pathfinding rausnehmen und da reinpacken. Oder von mir aus packen wir einen Punkt hier raus oder wir nehmen das komplett raus. Ja, also da müsst ihr selber mal gucken, wie ihr das findet. Man könnte auch 2 Punkte hier reinpacken in Spirit Bond, was super, super krass ist. 2% Health wird für mich, also heil ich mich und mein Pet selbst, sehr, sehr stark. Ist natürlich, ich meine 2% sind immer 2%, aber je mehr Life ich nachher habe, umso deutlicher wird das natürlich. Bestial Discipline ist super, super stark unterschätzt. Es sind 20% mehr Focus Regeneration. Das bedeutet, dass mein Pet besser taunten und Damage Attacks ausführen kann. Und eigentlich ist mein ganzes Spec auf mein Pet ausgelegt. Diese Mortal Shots, natürlich 30% mehr Critical Strike Bonus für meine Increased Range Attacks. Aber wenn mein Pet im Frenzy Mode ist und natürlich stärkere Regeneration hat, dann tankt es besser und macht mit Damage. Also, da müsst ihr selber mal gucken. Ich finde Bestial Discipline super, 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 super unterschätzt. Ich nehme lieber für mich ein bisschen Damage raus, denn die ganze Spec ist sowieso nicht darauf ausgelegt, dass ich persönlich am meisten Damage mache, sondern mein Pet. Zusätzlich möchte ich keine Aggro reinziehen und Mortal Shots bringt nur mir was und nicht mein Pet. Also das bringt mir in gewisser Weise immer was, weil mein Pet besser tanken kann, verglichen zu irgendwas anderem. So, dann habe ich hier noch ein lustiges Bild. Da könnt ihr mir nachher mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ja, welches der folgenden Pets kann am besten tanken und somit gut Aggro halten? Ist es A, der lustige, mit Stacheln besetzte Raptor? B, der Bär mit einem dicken Fell? C, Wölfe, die jaulen? D, ein Skorpion mit Giften? E, ein Schwein? Oder F, eine Fledermaus? Schreibt mir doch unten in den Kommentaren, welches Pet am besten tanken kann. Das ist so ein bisschen ein Idiotentest, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass viele Hunter das gar nicht raffen und mit den falschen Pets beim Leveln rumrennen. Es ist schön, dass das Pet Damage macht, aber wir wollen safe sein. Die ganze Spec ist darauf ausgelegt, super safe zu sein. Wenn ihr euch denkt, ich habe gar keinen Bock auf mein Pet, ich will eine andere Spec, dann gebe ich euch eine alternative Spec. Die ist lustig, die macht Fun, aber ist zum Leveln immer so eine Sache. Wie gesagt, Beast Mastery 100%ig, aber sagen wir zu 99,9%. Wenn ihr 0,01%, was anderes spielen wollt, dann kann ich euch Survival hier ein bisschen ans Herz legen. Ich finde es ziemlich lustig. Entrapment macht einfach Spaß. 25% für meine Trap, dass der Gegner einfach eingesperrt ist, sich nicht mehr bewegen kann. Wir nehmen natürlich Increased Total Health plus die Terrence. Die Terrence ist super geil, weil man dann dodgen und parryen kann. Also ist ein Oh-Shit-Button. Eine Art Mini-Bubble für Hunter. Dann Clever Traps. Das ist halt ausgelegt generell auf Traps. Es macht aber auf jeden Fall Spaß. Ist lustig. Increased Hit Chance bei 1%. Und das ist sehr, sehr geil. Zum Level natürlich auch.
3% Hit ist enorm viel. Increase the chance impairing effects will be resisted by additional 15% auf euch. Kann im PvP beim Level ein bisschen ganz gut sein. Dann nehmen wir Increase your critical strike chance with all attacks. Alles, also auch meine Traps. 3%. Counter Attack ist ganz cool gegen Melees. Dann runden wir das Ganze ab mit Lightning Reflexes. Gehen hier runter auf den Wüferns-Ding. Und gut ist. Dann hier, wie immer, meiner Kosten, meiner Shots und Stings reduziert. Lethal Shots natürlich, ganz klar. Und ihr wisst es, ich bin Fan von Improved Concussive Shot. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht auch gut sind. Macht es für euch selber irgendwie. Aber Improved Concussive Shot auf einem PvP-Server, absolut geil. Und ich meine, hey, wenn es sein kann, dass ein Mob in die Explosive Trap kommt, für 5 Sekunden sich nicht bewegen könnt und ihr ballert da einfach drauf, ja, bekommt mehr Damage von der Trap, ihr könnt quasi Damage Trap spielen oder Freezing Trap, wie auch immer, es geslowt, wird gerootet und dann kommt es raus und wird noch gestunt. Hey, gibt's irgendwas Besseres? Ich glaube nicht. Und dann gehen wir auf Mortal Shots. Warum Mortal Shots? Ganz wichtig, wir haben hier 5% Crit plus nochmal 3% Crit, macht 8% Crit plus die 5 Basic Crit, das macht dann insgesamt 13% Crit. Einfach nur durch die Spec und meine Talente. Plus Lightning Reflexes, also Increase Agility bei 15%. Beweglichkeit gibt uns auch nochmal Crit. Das heißt hier auch nochmal mehr Crit. Ich würde jetzt das mal aufrunden, die 8% auf 10% plus minus. Natürlich später wird es immer mehr, aber ihr wisst, was ich meine. 10% plus 5 sind 15, ohne irgendwas auf Items drauf zu haben. Na gut, die Agility. Aber ansonsten, da kommt natürlich noch viel mehr drauf. Es gibt Items, die einem einfach Crit geben. Also man kann locker mit schlechtem Gear 15 bis 20% Crit spielen und nachher 20 bis 30 locker mit gutem Gear. Ja, soweit so gut. Was ihr machen könnt, wenn ihr levelt, ist, und natürlich Increased Range Weapon, Critical Strike, Damage Bonus. Hier lohnt es sich dann richtig, da drauf zu gehen. Hier oben könnt ihr mal gucken, ich weiß nicht, was man, da müsste ich mal überlegen, in welchem Levelbereich, in welchem Gebiet man entweder Tiere des Waldes und Drachen tötet oder Humanoide. Das ist halt so eine Sache. Ihr könnt auch im Survival Tree Improved Wing Clip spielen, wenn ihr das wollt. Ja, das heißt, 20% Chance, dass der Gegner für 5 Sekunden gar nichts tun kann. Aber ich finde das mit den Traps schon sehr geil, weil man mehrere Mobs pullen kann und dass mehrere Mobs dann quasi auch trifft und nicht nur ein. Deswegen habe ich mich für die Traps entschieden. Was sehr, sehr geil ist natürlich zum Leveln, Resisting Traps mitzuskillen. Da müsste man gucken, man könnte beim Leveln, sag ich mal, Agility 2 Punkte rausnehmen, weil man hat nicht so wahnsinnig viel, dass es dann irgendwie einen Unterschied macht. Das heißt, ja, decreasing the chance enemies will resist traps. Trap Effects bei 10% bedeutet natürlich auch, wir spielen beim Leveln ja nicht immer gegen gleich starke Gegner, sondern auch gegen höhere Mobs. Und deswegen denke ich, dass das eine Sache ist, die ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Oder wir nehmen, muss ich gerade mal gucken, ob das geht. 2 Punkte hier raus. Aus Life, so viel Life habt ihr auch nicht. 6%, 10% wird nicht viel ausmachen. Ihr könnt auch ganz auf Survivalist verzichten, dann hätten wir noch 3 Punkte. Und beispielsweise, wenn wir die 3 Punkte komplett rausnehmen, muss ich aber mal gucken, ob das geht. Ne, es geht nicht ganz. Dann müsste man zum Beispiel Increased Critical Strike Chance of Raptor oder das. Ihr könntet zum Beispiel hier einfach 3 Punkte reinlegen und dann seid ihr auch safe mit Improved Wing Clip. Habt nochmal 12% Chance. Also wie auch immer, oder ihr packt sie in die Deflection. Ihr könntet natürlich aber auch die Punkte hier einfach voll machen und dann nehmt ihr da 2 Punkte rein. Und auch das funktioniert, ja, oder 2 Punkte in Deflection für 2% Parry. Also hier habt ihr so ein bisschen Möglichkeiten. Ich denke, dass Trap Mastery gerade zum Leveln sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, das hier ist allerdings eine Fun-Spec. Euer Pet wird nicht viel tanken können, ihr müsst mehr kiten, aber es ist irgendwie witzig. Nichtsdestotrotz, Beast Mastery Hunter mit Endurance Training und Bestial Discipline mit Improved Mend Pad und vielleicht Spirit Bond, dafür ein paar Punkte weniger in Mortal Shots, könnte absolut geil sein. Ihr seid safe, ihr kommt super zum Leveln durch. Easy peasy. Eine kurze Sache noch am Ende, so ein kleiner Tipp. Wir sehen das bei diesen jungen Bendigos. Es gibt Mobs, die haben Special Attacks. Und bei Special Attacks ist das so, diese Bendigos, wenn die im Nahkampf sind, machen so einen Frosthauch, was weiß ich was, Spell.
Das heißt, wenn ich jetzt den Mob einfach normal kite und komme dann in Melee-Range oder habe vergessen, mich zu bewegen, mache ich meine Melee-Ability, lohnt es sich immer wieder, sich kurz zu bewegen. Denn der Wendigo, der kann diesen Frost-Attack nicht benutzen jetzt. Wenn ich jetzt allerdings stehen bleibe, dann wird er vielleicht gleich casten. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Da ist er. Ja? Also macht natürlich Damage. Und es gibt Effekte von anderen Mobs, die weitaus schlimmer sind als so ein bisschen Frostschaden. Wir sind ja Zwerg, haben eh weniger Damage bekommen wir durch Frostschaden, deswegen alles in Ordnung. Jo, soweit so gut. Kiten muss man üben, damit man Spezialist ist. Nur wenn Hunter gut kiten können, meiner Meinung nach, sind sie auch halbwegs gute Jäger. Denn es gehört einfach mehr dazu, als nur draufballern, sich zu bewegen, keine Autoshots zu verschlucken, ist dermaßen wichtig. Wenn ihr vorher nie davon gehört habt, dann und es jetzt beherzigt, dann werdet ihr sehen, dass eure DPS richtig hoch geht. Mit der Beastmaster Reskillung full auf das Pet könnt ihr auch Elite-Gegner alleine machen. Ihr könnt euer Pet super heilen. Das ist quasi ein Superman. Ach ja, denkt an mein Bildchen mit den Pets. Ja, der kleine Idiotentest. Welches Pet wird wohl am besten tanken? Ja, sehr, sehr schwierig manchmal. In diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich wünsche euch gutes Hunting. Mir fällt gerade eine Sache ein, die ich wirklich noch sagen wollte. Und zwar, manchmal habe ich immer eine Taste, um mich selbst anzuklicken, mit jedem Charakter. Das ist auf der Maustaste. Ich habe so eine Maustaste mit einem Nummernblock dran. Das heißt, immer egal, welchen Char ich nehme, ich kann mich selber anklicken. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ich zum Beispiel diesen Klippen-Eberli angreife und kämpfe mit dem und ich bin fast am Sterben, habe noch eine Frost-Trap, dass ich die dann lege, klicke mich an und werde sie nie unterbrechen. Es gibt manche, die fettfingern irgendwie und oder was weiß ich, ja, und dann holen sie die eigenen Mobs aus der Trap raus. Oder wenn ihr euch verbinden wollt, ne, beispielsweise ihr habt euer Pet irgendwie angeklickt oder verklickt euch oder whatever, selbst anklicken, verbinden. Und zu guter Letzt nochmal ein kleines Makro. Raptorstoß, sehr, sehr wichtig für Hunter. Show-Tooltip, Raptorstoß, Rang 1 jetzt bei mir. Start-Attack, dann nochmal neue Zeile, / cast, Raptorstoß, Rang 1. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf meinen Raptorstoß klicke, dann wird gleichzeitig ein Feind anvisiert und mein Charakter geht in den Auto-Hit rein. Selbst wenn die Fertigkeit auf Cooldown ist, kann quasi drücken und bin im Auto-Hit. Rechtsklick beim Hunter in WoW Classic ist nicht schießen, sondern Melee. Aber gerade für Melee-Charaktere ist das super wichtig. Ne? Ja, es gibt natürlich noch weitere Makros, aber ich denke, für das erste Video reicht's. Wenn ihr Fragen habt, unten reinschreiben. Viel Spaß beim Hunting. Euer Nessing Hemingway. Nee. Oder so ähnlich. Bye-bye.